Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union, mit den Blaurücken. So, ich finde das irgendwie krass, dass man so kleine Einheiten hat. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Stellenweise muss ich Veteran kaufen, weil sobald ich Grünschnäbel kaufe, werden hier die Werte absolut schlecht. Das bin ich total ungewohnt. Darum ist jetzt mein erstes Korb quasi, hat weniger Einheiten als das zweite, weil da habe ich immer gleich 1000 gekauft und es hat auch funktioniert, weil auch die jeweiligen Vorgesetzten, na gut. Aber wir sehen hier, die Werte sind übelst schlecht. Wenn wir hier auf die kleineren gehen, da sind sie schon ein bisschen besser, die Moral. Haben wir noch keine Vorteile. Naja, wir brauchen einfach mehr Erfahrung. Darum habe ich bei dem zweiten Korb jemanden genommen, glaube ich, der einfach Erfahrung gibt. So, hier gehen wir mal auf 10.000. Das muss man dann ja langsam aufsteigern. Und wir haben noch Geld und Truppen übrig. Hier habe ich mir einen General geholt. Aber die Punkte lasse ich nochmal. Da sparen wir noch ein bisschen. Ja. Hier habe ich erstmal Ausbildung fertig gemacht. Und dann überlege ich, ob ich dann weiter Truppenteil gehe. Medizin fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber Truppenteil ist eigentlich wichtig, damit wir mehr Division und mehr Leute uns ordern können. Also ich werde wahrscheinlich hier nochmal einen Punkt reinsammeln und dann Truppenteil und dann Politik und Medizin so, wer weiß, ein bisschen zeitgleich Aufklärung lasse ich erstmal da. Nachschub könnte auch, ist eigentlich auch wichtig. Ich weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall Ausbildung machen wir voll. Und dann wahrscheinlich Truppenteil. Dann, naja, mal gucken. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man braucht. Aufklärung. Und Wirtschaft, würde ich sagen, mit den Waffen. Lass mal sekundär, alles andere primär. So, dann haben wir... Chilo. Kreuzung. Flussübergang. Das wäre das nächste, 25. Oktober 1861. Können auch maximal nur 12 Brigaden. Ich würde hier wirklich mal das zweite Korb nehmen. Damit die Erfahrung kriegen. Oh, passen doch alle rein. Aber ich habe nur eine Kanone, das ist ein bisschen wenig. Ah ne, Entschuldigung. Eine Kavallerie, 3 Kanonen. So genau habe ich das auch hier mit dem ersten Korb. Bloß hier haben wir kleinere Einheiten dazwischen. Naja. Kümmern wir uns um das zweite Korb. Flussübergang. Ein Teil ihrer Armee rückt nach Westen Virginia vor, um Lincolns Interessen in der Region zu verstärken. Aber Rebellen bewachen den Flussübergang, den sie überqueren müssen. Rücken sie vor und besiegen sie die Rebellen, die ihren Weg blockieren. Einen der beiden Hügel vor ihnen zu sichern, wird sie davon überzeugen, dieses Gebiet aufzugeben. Okay, einen Hügel brauchen wir ja. So, starten wir mal. General, ein Teil ihrer Truppen muss nach West Virginia vorrücken, um Lincolns Interessen, ja, wissen wir schon, zu vertreten. Der Hügel sieht ganz schön scheiße aus. Der schmale Flussübergang muss überquert werden, oh Gott, um ihr Ziel rechtzeitig zu erreichen. Keine Deckung. Die Deckung, die wir haben, ist hier und da auf dieser kleinen Insel, wenn überhaupt. Und hier, da wo wir nicht hinwollen. Natürlich sind da Einheiten. Allerdings haben sie dann Vorposten. Naja, das wird dolle wehtun. Auf diesen Hügel, der die Straßenkreuzung kontrolliert, erwarten wahrscheinlich noch mehr Konföderierte auf uns. Die Rebellen sind höchstwahrscheinlich schlecht ausgerüstet und nicht fähig, einen Langkampf zu führen. Das motiviert mich nicht. Oh, ich habe noch Kaffee. Der ist kalt. Scheiße. General, Ihre Vorhut muss das Gebiet vor uns ausspähen und den Weg für unsere Armee aufräumen. Mindestens einen dieser Hügel müssen wir halten. Wird die Rebellen sicher davon überzeugen, bla bla bla. Genau. Wiederholen sich. Das ist ja der erste Hügel. Da kommen wir rum. Da kommen wir rum. Aber hier werden bestimmt Einheiten sein. Weil dann könnten wir hier vielleicht welche hinpacken, die die beschäftigen. Hier flankieren, den Hügel einnehmen. Wenn hier keiner ist, das ist halt die Sache.
So, Kanonen ziehe ich hier mal vor. Ich würde sagen, die Kanonen packen wir alle auf einer Seite. Den Menschen müssen wir nicht so weit vorrücken lassen. Machen wir Start. So, gleich Pause. Die Kanonen. Die kann man locker bis hierhin ziehen. Munitionswagen hinterher. Dann wollen wir mal gucken. Truppen. Ich habe auch keine Soldaten, die eigentlich auf irgendwas spezialisiert sind. Was habe ich jetzt? Nur zwei? So, die Kavallerie, die wird es jetzt aufopfern, da mal vorzugucken. Und ihr dürft erstmal hier hinlaufen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste sich alles bewegen. Nö, er nicht. Dann kommst du hier mit runter. Die hier oben haben keinen Stress, die müssen nicht laufen. Die haben den längeren Weg, darum lassen wir dem ein bisschen den Vortritt. Und solange hier eh keine Kanonen stehen, will ich hier nicht angreifen. So. Von der Zeit her sollte es. Oh, was ist denn da in der Küche los? Randale in der Küche. Die Kombüse, die Kombüse. So, weiter, weiter, weiter. So, meine Kavallerie. Meine Pferdchen leben noch. Hallo, Pferdchen. Bitte mal in diesen Wald. Boah, draußen Krankenwagen. Was ist denn los? So, geh mal dahin. So, Männer voraus. Jetzt dürft ihr mal anfangen zu laufen. Männer voraus. Männer. Zack, zack. Ah, die Scouts rennen schon. Ja, da haben sie sich gut eingeigelt, muss man sagen. Wo rennen die lang? Ach, die können die direkt rüber. Oh, und ich mache hier so einen riesen Tamtam. Na, die werden ganz viel sterben. Uiuiuiui, ui, 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 da gibt es ja ganz schön viel Action schon. Ich hoffe, dass es das irgendwie eine gute Idee ist, was ich hier mache. Na los, unterstützt ihr mal. Gibt das hier überhaupt Deckung da gleich? So, Colonel Sam Drayton wurde verwundet. Das ist natürlich schon mal scheiße. Haben sie genau meinen Offizier rausgeschossen. So, das heißt, der muss weg, damit wir sie seitlich wegkriegen. Ganz einfache Geschichte. Ich ziehe schon mal die Kanonen so ein Stück nach weiter. Oh, die Farm ist ein schönes Gebäude. Dann kommen wir hier rüber. Drayton auch ein bisschen weiter. Und General zieh schon mal weiter. Nein, 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 nein. Da ist eine feindliche Kavallerie, die ist gar nicht so klein. Attack!
Die würde ich gleich mal hier positionieren, falls die Kavallerie sich denn doch entscheidet, zu uns zu kommen. Um mitmachen zu wollen. So, die laufen. Weiter, weiter, weiter. Weiter und weiter. Die laufen weiter. General, holen wir meine Leute ab. Genau, jetzt ein bisschen in Deckung gehen. Oh, 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 oh. Achtung. So, Kanonen. Rein da. Muss da was zu treffen sein. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Kann man die vielleicht noch motiviert von hinten so. Das kriegt der erstmal von zwei Seiten. So, dann dürfen wir wieder hierher kommen. Der läuft, das ist ganz klar. Jetzt müssen wir die hier wegkriegen, verdammte Scheiße. Gut. Das heißt, du kannst hier unterstützen. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Nicht, dass sie hier den noch brechen. Das darf nicht passieren. So, Sherman. Hol mal den da wieder zurück. Halt! Du musst da echt noch ein Stück laufen, mein Freund. Oh, die werden von der Seite angegriffen. Alter Schwede, komm mal her. Oh, 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 das ist auch nicht gut. Halt, 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 halt. Geht mal ins Gebäude. Ach, das ist doch scheiße. Ich glaube, diese Map hatten wir auch schon mal gespielt. So, die Kanonen ziehe ich mal rüber. Wir brauchen die drüben. Jetzt muss Scott laufen, damit ich hier an die Jäger rankomme. Du hast aber Deckung, ne? 80. Super, der mit... Der seinen Vorgesetzten verloren hat, der ist im zentralen Punkt. General braucht man gleich da. Halt. Ah, zurück, 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 zurück. Nein, zurück, 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 zurück. Das ist gerade doof, was ich da gemacht habe. Hier, bitte, zurück. Die werden das da töten. So,
Aber ich will nur da die Jäger rauskriegen, damit sie nicht von der Seite angreifen. Dann kann er nämlich da hingehen. Hallo, den da. Komm mal weiter her. So, nein, das ist eine Falle. Zurück, 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 zurück. Und das ist eine Falle. Zurück. Ab in den Wald wieder. Der lockt uns dann nur zu diesem 900er hin. So. Au! Das ist eine ganz große Falle da. Wir müssen den hier wegkriegen. Wir müssen den hier rüberpacken. Oh ne, warte mal. Da. Angriff, Angriff, Angriff. So, wenn wir die hier wegkriegen, wäre auch toll. Ah, scheiße, ey. Die kommen da echt uns entgegen, ne? Rückzug. Ab in den Wald da, verdammt. So, komm hier rüber. Müssen die nur mal laufen, die verdammte Scheiße. So, das ist echt ein bisschen doof gelaufen. Ich hab's mir cooler vorgestellt, aber... Du bist mit 61 noch nicht so ganz dufte. So, jetzt müssen wir mal irgendwo anfangen, die mal wegzukriegen hier. So, die sind da im Wald, das stört mich auch ein bisschen. So, haben wir sie jetzt ein bisschen nach Hause geschickt. Aber die haben zwar hier keine Deckung, aber schießen wir jetzt weg. Das heißt, komm mal dahin. Komm mal in den Wald. Ihr habt Spaß, das sehe ich. Was die hier machen, weiß ich nicht. Stehen auf jeden Fall doof rum.
Das heißt, die können wir jetzt da mal rüberpacken. Schön Wasser, das gefällt mir. Da oben läuft's. Die Kanone hätte ich auch ein bisschen weiter hier. Wir brauchen hier auch ein bisschen Feuer. Da ist der Vorgesetzte auch verletzt oder tot. Ah, da sind auch noch Einheiten. Die habe ich nicht gesehen. Damit die vielleicht gleich laufen. Darum greife ich den erstmal an. Und hier, die kann man die Kavallerie rein. Soll ja auch mal was tun für ihr Geld. Für ihr Sold. Mal kurz vorbeischwenken und ran da. Zurückgedrängt, das heißt, du gehst mal ein bisschen dahin. Dann kann ich dich da abziehen. Kannst auch ein bisschen laufen. Laufen tue ich dir. Okay, okay. So, ihr bleibt da. Halt. So, dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen entgegenkommen. Hat seinen Job gemacht, sie sind zurück gelaufen. Ein bisschen mehr flankieren. Obwohl, jetzt bin ich gierig. So. Das heißt, weiter. Weiter. Die Nerven hier. Nun können wir ein Stückchen runter. Und es scheint wirklich so, dass der hier alleine ist. Na, vielleicht kriegen wir den letzten Hügel auch noch. So, noch zu klein haben wir noch nicht. Na los, hopp, 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 hopp. Ich will noch den zweiten Hügel. Die kriegen einfach die Kavallerie nicht. So, Supply hat aufgegeben. Geh mal weiter hier hin. Vielleicht findet man die andere Kanone noch. Halt, nicht übermütig werden. Zumindest, dass wir das Gebiet nur als umkämpft hinkriegen. Hier irgendwo war noch die Kanone. So, jetzt sind wir da im Gebäude. Halt. Hier sind wir auch im Gebäude. Halt, da bleiben wir. Jetzt muss nur noch der laufen. Und das sollte machbar sein. Das tut er. Das heißt, ab in den Wald. Dahin. Kriegen sie Kavallerieunterstützung. Und ja, der hat doch was gefunden. Okay, komm zurück. Ah, ich würde gerne noch diesen Hügel da haben.
Ah, ich glaube, es zählt jetzt nicht mehr. Ich warte noch, wenn das geht. Wenn die Seite da geöffnet oder. Laufen. Laufen. Ich warte noch mal ganz kurz, bis das hier, bis wir das auch haben. So. Kriegt er die vielleicht ein bisschen besser? Achso, die sind schon in dieser Verteidigungs... Komm, das ist scheiße, diese Verteidigungsbällchen. Stehen im Wald, das wird nicht genug sein. Töten wir die Jäger. So, dahin. Na gut, dann eben nicht. Bleib mal halt. Nicht, dass wir uns in irgendeine Falle locken. Und jetzt haben wir die kompletten restlichen Einheiten hier. Jetzt können sie hier nochmal angreifen. Aber wir haben beide Punkte erreicht. Ja, Verluste haben wir 3000 Mann aufgerundet. Und also an Infanterie und ein paar zerquetschte Kavallerie. Die Verluste der Konföderierten sind natürlich deutlich höher. Ja, aber ich glaube, wir haben mit der Mission nur 4000 Mann dazugekriegt. Ja, 4800, also haben wir 1800 ein paar zerquetschte Gewinn gemacht. Gefangene sind hier nicht erwähnenswert. Jo, haben wir hier was? Oh. Ja, die haben hier ganz gut die Vorgesetzten weggeknallt. Ach du Scheiße, es gibt keine. Nein! Alter Schwede. Gut, habe ich wohl alles wegrekrutiert. Ja, Ausbildung haben wir voll. Ist das nicht geil? Ausbildung haben wir voll. Ja, dann muss ich mal gucken, was wir da machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.